Mit etwas Verspätung darf ich euch dann alle ganz herzlich zur Eröffnung der ersten Nürnberger Webweek hier im Coworking in Nürnberg begrüßen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir dann doch alle sitzen dürfen. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Referenten. Wir haben heute eine ganz kleine formelle Öffnung geplant, auch wenn es seit heute Morgen schon eine erste Veranstaltung hier in Nürnberg gibt. Ja, bevor wir anfangen, nochmal herzlichen Dank an alle, die bis dato sehr rege mitgewirkt haben. Ich für meinen Teil werde jetzt keinen Namen nennen, weil ich dann immer die Angst habe, irgendjemanden vergessen zu müssen, an den ich nicht denke und der weint dann und dann lassen wir das lieber mal weg. Aber erstens mal herzlichen Dank an die Organisatoren und an alle, die bis jetzt beteiligt waren und die sich noch beteiligen werden. Ja, die Webseite kennt wahrscheinlich schon jeder, nuew.de. Dort finden sich alle Informationen zu den Veranstaltungen bis zum 28. Oktober. Dort sind auch sämtliche Sponsoren vertreten mit Logos und auch zum Teil mit Stellenangeboten. Und ein sehr, sehr spannender Bereich ist dort auch die Karte der Online-Unternehmen in der Region. Und jetzt geht dann doch nochmal ein Dank an den Flo, der das gebastelt hat, weil also es ist für mich ein sehr spannender Überblick, dass wir dann doch so viele Unternehmen haben, die im Großraum Nürnberg aktiv sind. Ja, also vom 19., also von heute bis zum 28. Oktober dann die erste Nürnberger Webweek. Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei, dank der zahlreichen Sponsoren. Und gerade hier macht es Sinn, dass wir im Coworking starten, denn das Coworking ist auch das Zentrum der ganzen, ja, der ganzen Webweek. Hier werden die meisten Veranstaltungen stattfinden. Es wird bis auf einen Tag innerhalb dieses Zeitraums täglich mindestens zwei Veranstaltungen geben, außer am kommenden Sonntag. Darunter sind so schöne kleine Sachen wie zum Beispiel der Open Coffee Club, speziell der in Erlangen, der bedarf noch ein paar Besucher. Im Moment sind wir da noch ein bisschen überschaubar mit, glaube ich, 6 Leuten. Also wer da noch Lust hat, in den Mr. Black am 23. nach Erlangen zu gehen, der geht um 8.30 Uhr los. Spannend wird dann am 25. auch noch die Mobile First Night, die wichtig jetzt im Rio-Palast stattfindet. Dort ist eher das Problem, dass sich schon sehr, sehr viele angemeldet haben. Ja, und nach diesen knapp 10 Tagen harte Arbeit mit Workshops und Veranstaltungen kommt dann am 27. die große Abschlussveranstaltung, die Party im Poolhaus, zu der alle sehr, sehr herzlich eingeladen sind, dort auch einen schönen, kostenfreien Abend zu genießen. Kleiner Wunsch der Veranstalter, vielleicht sollte jeder so eine kleine Visitenkarte mit dabei haben, damit wir wissen, wer da alles da war. So, und jetzt beginnen wir auch schon mit dem ersten Vortrag. Ich darf auf die Bühne bitten Florian Bailey, Geschäftsführer der User-Centered Strategy, einer der ja, Hauptmieter hier auch im Coworking. Seit 2006 ist User-Centered Strategy am Markt und du hast dein eigenes Mikro. Und jetzt darfst du reden. Ich möchte ein bisschen erzählen, wie wir zur Webweek gekommen sind. Und ich hoffe, meine Tochter krabbelt jetzt nicht gleich auf die Bühne. wie wir zur Webweek gekommen sind und was wir uns mit der Webweek letztendlich auch erhoffen. Wir haben ja angefangen mit den Webmontagen und verschiedenen anderen Events hier im Raum 2007. Die ersten Events waren teilweise 20 Leute, 30 Leute, wo wir versucht haben, die Branche und die Szene der Region enger zu vernetzen. Jetzt, wenn wir uns die Events der nächsten Woche anschauen, sind beim Webmontag 230 Leute da, bei verschiedenen anderen Events um die 70, 80, 100 Leute da. Das heißt, es gab ein schrittweises Wachstum. Dieses Wachstum ist natürlich zum einen getrieben dadurch, dass sich die Anforderungen ändern und ein großer Teil unserer Wirtschaft mittlerweile online stattfindet. Das heißt, egal welches Unternehmen, ist zum Teil mittlerweile ein Online-Unternehmen. Und zum anderen dadurch, dass einfach die Netzwerkdichte, die Vernetzung der Szene deutlich gestiegen ist. Was wir hier bei der Organisation der Webweek, die Webweek war so eine lockere Idee, die an einem gemeinsamen Tisch entstanden ist, wo man da saß und sagte, naja, wir könnten ja mal ein paar Events zusammenlegen. Jetzt sind es fast 30 geworden.
diese lockere Idee ist also ein bisschen ausgewuchert. Bei der Organisation haben wir dann so schrittweise auch erst festgestellt, wie groß die Branche und wie viele Unternehmen es letztendlich hier im Raum gibt. Also wenn wir mal die Events der Woche quasi durchgehen, wir haben am Montag mit dem Webmontag 230 Teilnehmer aus allen möglichen Arten von Unternehmen, die teilnehmen, von den größeren hier aus der Region. Gastgeber ist die DATEV, die letztendlich als Cloud-IT-Anbieter direkt im Webbereich auch wieder sitzt. Wir haben am Mittwoch zum Beispiel den E-Commerce-Stammtisch, wo ich auch mit 70, 80 Teilnehmern rechne. E-Commerce-Unternehmen hier im Raum sind wesentlich größer, als man denkt. Zwei der Top 10 E-Commerce-Unternehmen in Deutschland sind aus der Region. Insgesamt unter den Top 50 ist ein gutes Dutzend aus der Region. Rakuten, die jetzt Amazon angreifen, letztendlich sitzen in Bamberg. Also wir haben in all diesen unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr viele, sehr aktive Unternehmen mit sehr, sehr vielen Leuten. Was die Region wie immer auszeichnet, ist, dass sie sehr zersplittert ist. Es gibt kein Zentrum, es gibt hier nirgendwo Berlin-Mitte, wo alle Leute zusammensitzen und zufällig im gleichen Café sitzen. Der Abstand zwischen Nürnberg-Mitte und Bamberg-Mitte ist doch relativ groß. Und das führt natürlich dazu, dass immer alles etwas zersplittert ist. Mit der Webweek wollen wir natürlich alles nochmal zusammenführen und diese Vernetzung in den Branchen, in den einzelnen Themenbereichen nochmal deutlich stärken. Ein Beispiel dafür, was mich besonders freut, zum Beispiel heute Abend findet hier ab 19 Uhr, geleitet von Fabrice Wegener, unserem ehemals dritten Partner in der Firma, der Produktmanager-Stammtisch da. Eine ganz lockere Idee, die ich mit Fabrice besprochen hatte. Sage, es wäre doch schön, wenn aus all diesen Unternehmen die Produktmanager sich öfter zusammensetzen würden und gemeinsam Austausch finden können. Das haben sich jetzt 20 Leute angemeldet von Banken, Versicherungen aus der Region, von den verschiedenen Online-Unternehmen wie Immowelt, wie Hotel.de, und anderen, die sich austauschen wollen, was ist der richtige Weg zum Produktmanagement. Viele dieser Nischen- und Themen-Events, wo eine neue Art von Vernetzung stattfindet, werden sich sehr schnell während der Webweek entwickeln. Wir merken da sehr, sehr viel positives Zuspruch, sehr, sehr viel positiven Zuspruch, und wir merken auch, dass viele Leute aus München, aus Würzburg, aus Bamberg auch wirklich vorhaben, zu verschiedenen Events zu kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den vielen Unterstützern, die das Ganze erst möglich gemacht haben. Zum einen die Sponsoren, die ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen werde, aber wo man natürlich so große wie Immowelt nennen kann, die letztendlich jedes Event, was hier im Raum stattfindet, mit unterstützen und dadurch auch diese Vernetzung und die Weiterentwicklung der Branche hier im Raum extrem fördern. Ich möchte mich auch bedanken bei all den Einzelpersonen, die wahnsinnig viel gemacht haben, teilweise als Firma, Andreas Ochs, Lotta Leben, die gesamte PR-Arbeit mitgesteuert haben, und natürlich auch bei unserem Team. Ja, darum möchte ich mal einen besonderen Applaus nochmal für das ganze UCS-Team bitten. Susanne, Tim, Patrick, Ingo, Peter und Steffi, die hier mehr oder weniger den Kernteil der Webweek komplett organisiert haben, neben ihrem normalen Job. Danke dafür. Danke dafür, dass ihr die seltsamen Ideen von eurem Chef ertragt. Ich hoffe, dass es schöne und interessante und spannende Veranstaltungen werden die Woche. Es sind sehr interessante Vorträge teilweise. Es lohnt sich, sich die gesamte Veranstaltungsliste nochmal durchzusehen. Es sind insgesamt, ich habe es vorhin mal durchgeschaut, ich würde schon rechnen, dass wir über 1000 Teilnehmer kommen bei den ganzen Veranstaltungen. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen da. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Viele Sachen, die jetzt in der Webweek gestartet werden, werden auch weitergetragen werden. Ja, also das ist auch was. Das Produktmanager-Meeting wird weiterhin stattfinden, ne, nach dieser Webweek. Die Social Media Night, die wir organisieren, die sehr empfehlenswert, wird weiterhin stattfinden. Der E-Commerce-Stammtisch, der die E-Commerce-Unternehmen der Region vernetzen soll, wird nach der Webweek weiterhin regelmäßig stattfinden. All diese Events werden also weitergetragen und werden helfen, noch mehr quasi diese Vernetzung zu schaffen. Die Theorie dahinter ist auch ein bisschen, wir sind nicht die größte IT- und Webregion in Deutschland, ganz klar. Wir sind eine relativ große, relativ gut vernetzte, und Dichte und Vernetzung kann häufig auch Größe ausgleichen. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich 100 Unternehmen in der Stadt habe und keins kenne. Wenn ich 10 habe und alle sehr gut kenne und alle sehr eng vernetzt, dann habe ich den gleichen Effekt.
Und das ist so ein bisschen was, was wir damit auch versuchen. Man merkt immer, dass das eine Chance ist, weil man jetzt auch manchmal Gründern begegnet, die sagen, ja doch, ich glaube schon, dass ich auch hier bleiben kann. Ja. Ansonsten sitzt man häufiger in Berlin in irgendeinem Startup, in einem Büro, um einen herum sind alle Franken, finanziert sind sie von einem fränkischen Verlag. Man denkt sich so, okay, warum genau seid ihr jetzt umgezogen? Ich freue mich auf die Webweek. Ich hoffe, es wird relativ spannend. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Veranstaltungen besuchen. Ein relativ großer Teil der Veranstaltungen wird relativ schnell ausgebucht sein. Ab heute nehmen wir an. Also es sind teilweise noch 20 Plätze, teilweise noch 10 Plätze. Ich würde empfehlen, möglichst schnell zu schauen, wenn man noch irgendwo hin möchte. Und damit übergebe ich wieder an Matthias. So, als nächsten Referenten darf ich Dr. Michael Fraß, den Wirtschaftsreferenten der Stadt Nürnberg, auf die Bühne bitten. Er ist seit einem guten Jahr jetzt der verantwortliche Mann. Kommen Sie nach oben, wir nehmen noch einen Stuhl mit dazu, dann... Nö, Sie dürfen, wie Sie möchten, Sie dürfen auch stehen. Okay, vielen Dank, Herr Pfeifel. Und auch ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Bailey, und auch an den Herrn Groß von der Immowelt. Und auch ein herzliches Gott an Sie alle, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt bewusst auch nochmal doch einen Sponsoren erwähnt, weil ich es doch gut finde. Wir haben hier große Player und ich finde es gut, wenn diese großen Player auch hier jetzt mal die kleineren Player unterstützen. Das ist auch richtig so. Ich habe eigentlich nur drei Gedanken, sagen, die ich als Grußwort hier bringen möchte. Eben ist das Stichwort Berlin gefallen. Ich habe die letzten 11 Jahre in Berlin gelebt, bevor ich wieder nach Nürnberg zurückgekommen bin. Ich bin ja ein gebürtiger Nürnberger. Ich bin mal auch als Student aus der Stadt weggegangen und berufliche Stationen haben mich eben nach Berlin geführt. Da war ich 11 Jahre, habe auch in Berlin-Mitte gelebt, direkt so an der Grenze zum Prenzlauer Berg, habe da auch vieles mitbekommen, was sich da tut in der Kreativwirtschaft, Webwirtschaft, also ist schon beeindruckend, aber ich in der Tat, ich habe auch eine Feststellung gemacht, ich habe da sehr oft fränkischen Dialekt gehört, habe da auch einige Nürnberger kennengelernt, mitten in Berlin, also manche Nürnberger getroffen, wo ich da merkte, hoppla, den müsstest du doch eigentlich kennen, weil der wieder einen Schulfreund oder Schulfreundin kannte oder sowas, es war wirklich interessant, also was sich da so getan hat. Zweiter Gedanke, letztens bin ich mal von einem Journalisten gefragt worden, was ist denn jetzt eigentlich so genau die Webwirtschaft? Was wird eigentlich so genau gemacht? Gehört es jetzt dazu Kultur- und Kreativwirtschaft dazu? Wir sind ja gerade in Nürnberg dabei, dieses Thema Kultur- und Kreativwirtschaft stärker zu beleben. Da versuchen wir auch jetzt ein kleines Förderprogramm auf die Beine zu stellen, dass wir insbesondere dann versuchen auch da ein paar Beträge auszugeben, eben an, ja, auch an Menschen in dem Bereich, die da eben Vernetzungs-Network-Arbeit betreiben, die auch Bildungsarbeit betreiben. Sind wir gerade dabei, im Stadtrat das aufzustellen, ist nicht leicht bei unserer Haushaltssituation, aber ich glaube, wir kriegen da was hin. Aber ich habe dann gesagt, naja, Kultur- und Kreativwirtschaft, also in der Webwirtschaft, da sind auch viele Kreative, aber ob man das jetzt so in die Schublade Kultur- und Kreativwirtschaft einordnen kann, gibt es Überschneidungen, ist aber nicht identisch. Dann war die nächste Frage, ja, kann man das jetzt vielleicht unter Informations- und Kommunikationstechnologien fassen? Sag ich, naja, das ist auch ein bisschen wieder was anderes. Da würde ich jetzt natürlich DATEV in dem Bereich anderen Unternehmen zuordnen. Also es ist eben was Eigenes hier, die ganze Webszene, die Webwirtschaft. Und dann wurde ich gefragt, ja, wie viele Arbeitsplätze gibt es denn da eigentlich? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe die Zahl auch nicht. Und ich habe gesagt, müssen wir uns eigentlich mehr mit dem Thema mal beschäftigen. Und ja, so komme ich eigentlich jetzt zu dem Kern auch dieser ganzen Webweek. Ich meine, was Sie ja tun, Sie wollen sich jetzt mal untereinander vernetzen, untereinander, dass man sich eben mal besser kennenlernt, Ideen austauschen kann, gemeinsam was machen kann. Und ich sage das mal so ganz offen, vielleicht auch eine Plattform zu schaffen, sagen wir auch eine Lobbyplattform, dass man sieht, hoppla, das sind diejenigen, die hier da mitspielen auf der Webweek, das ist die Szene, da haben wir jetzt mal, die werden sichtbar, also da ist auch eine große Chance für Sie da und jetzt spreche ich auch als Wirtschaftsreferent, auch für uns als Wirtschaftsstandort. Ich meine, Nürnberg ist ja ein Standort, der einen großen Wandel mitgemacht hat. Wir waren früher mal so der klassische Produktionsstandort,
AEG, Grundig, Triumph, Adler, brauche ich jetzt alles nicht erzählen, aber wir haben einen großen Wandel mitgemacht und wir haben immer auf Neues gesetzt, auf neue Technologien, auf Wissenschaft. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 20, 30 Jahren. Und ja, aber auch in Ihrem Bereich, eben in der Webwirtschaft. Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr hab ich überreicht bekommen, da hat Google hat einen Preis verliehen, das war der sogenannte eTown Award, den hat man also bundesweit in mehreren Standorten vergeben. Klar, den hat man nach Postleitzahlenbereichen vergeben, da war natürlich dann Nürnberg im Postleitzahlbereich 9 auf jeden Fall auf Nummer 1, aber ich habe dann das bundesweite Ranking gesehen und da standen wir bei diesem eTown Award, bei diesem bundesweiten Ranking standen wir, glaube ich, auf Platz 4 oder 5, so ziemlich ja, im oberen Feld bei Berlin. Der Preis wurde eben, also die Kriterien wurden eben aufgestellt vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, also ein seriöses Forschungsinstitut, hat eine dicke Studie gemacht. Und da eben hat man so untersucht, also wie stark ist in einem Bereich eben die webbasierte Wirtschaft, wie wird das Internet genutzt, auch für den anderen Wirtschaftstreibenden. Und wie gesagt, wir waren da sehr gut dagestanden, aber eben wir müssen das besser sichtbar machen. In Berlin weiß jeder, klar, da spielt da die Musik, sind alle dort. Wie gesagt, auch viele Nürnberger dort. Und ja, und so eine Webweek, sowas gibt es bisher nur in Berlin und jetzt schaffen wir eben sowas mal in Nürnberg. Ich finde es gut, ich finde es wichtig und finde es richtig und kann Sie nur zu diesem Schritt beglückwünschen. Und ich kann auch sagen, als Wirtschaftsreferent, ich bin auch bereit, da auch Ihnen zu helfen, mich da in die Bresche zu springen, zu unterstützen, da was ich tun kann. Ich weiß, ich habe leider nicht den großen Geldsäckel in schwierigen Zeiten, aber man kann auch mit kleinen Mitteln oder auch einmal mit auch politisch Dinge unterstützen, auch mithelfen, Dinge sichtbar zu machen, weil ich bin auch daran interessiert, dass eben Ihre Szene, dass Sie auch hier bekannter werden, dass die Leute eben nicht nur nach Berlin schauen, sondern auch eines Tages mal deutlicher nach Nürnberg schauen und sagen, hoppla, auch hier spielt die Musik. Mein letzter Gedanke ist, ich bin ja auch sozusagen hier in die Stadt der oberste Wirtschaftsförderer, also auch eine meiner wichtigsten Dienststellen ist eben die Wirtschaftsförderung, das Amt für Wirtschaft. Und ich sage auch immer wieder, Sie sind hier viele Gründerinnen, Gründer, ja, auch die Idee haben, die was verwirklichen. Auch wir sind für Sie da. Also wenn Sie mal Hilfe brauchen, wer kann mir helfen, angefangen auch mit Businesspläne auszuarbeiten oder auch an Förderungen ranzukommen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, da sind wir da von der Wirtschaftsförderung und helfen auch Kleinen, wir helfen auch den Gründerinnen und Gründern. Das möchte ich auch nochmal betonen. Also nicht immer denken, da ja, da ist nur für die Großen da. Nein, ich bin auch sozusagen für die kleineren Unternehmen da und ich betrachte sie ja eben auch als Unternehmer. In diesem Sinne, ich finde es toll, dass also jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch in Nürnberg so eine Webweek ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, vor allem viele Besucherinnen und Besucher und würde mich freuen, wenn dann auch sowas ja, nächstes Jahr wieder stattfindet. Und ich kann heute schon sagen, ich wäre wieder mit dabei. Dankeschön, alles Gute. Genau, Sie dürfen jetzt noch mit einem Tweet die Nürnberg Webweek eröffnen. Also ich drücke einfach auf den Link und es funktioniert. Ja, wir hoffen es einfach. Tut sich jetzt was. Keine Ahnung, wie live die Twitter-Wall ist, aber wir haben sie jetzt eröffnet. Jetzt, danke. Felix, läuft das WLAN? Aber der Knopf ist ja. Ah. Bitteschön. Wunderbar. So, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Und jetzt freut es mich, meinen ehemaligen Chef ankündigen zu dürfen. Den Finanzvorstand der Immowelt AG, Herrn Ulrich Groß. Wir bräuchten noch einen Stuhl. Stehen oder sitzen? Ich sitze lieber. Hallo. Ich habe mir gedacht, bevor ich eine 20-seitige PowerPoint-Präsentation mitbringe, um Immowelt hier vorzustellen, ich glaube, da steht ja total drauf, habe ich einen kurzen Film dabei, den Matthias.
Okay, das waren doch 1,47. Ja, aber sehr komprimiert das, was Immowelt ist, was Immowelt darstellt und viele Zahlen. Ja, ich bin ja jetzt schon zwei, dreimal erwähnt worden hier als ein der großen Internetunternehmen von Nürnberg. Da gibt es schon ein paar ganz beeindruckende Ziffern, 4,2 Millionen Unique Audience. Ich glaube, damit gehören wir schon in dieser Region zu den Flaggschiffen, was Reichweite angeht. Ja, und deshalb sitze ich auch hier, weil ich als Immowelt-Vertreter die Webweek unterstütze, nicht weil wir ja mit großen, vollen Sponsorentaschen als einer der Sponsoren von vielen Veranstaltungen in Nürnberg hier am Markt unterwegs sind, sondern weil wir hier ein ganz spezielles Interesse verfolgen, das auch schon seit einiger Zeit über die verschiedenen Veranstaltungen, die es ja schon seit längerer Zeit gibt, weil es uns wichtig ist, dass Innovation, dass Ideen ausgetauscht werden in diesen Themen, die uns interessieren, die unser Portal treiben. Vielleicht mal so aus der Sicht eines erwachsenen, etablierten Internetunternehmen, ist ein bisschen komisch, wir fühlen uns eigentlich nie so etabliert wie gerade jetzt hier irgendwie. Was ist eigentlich wichtig? Also natürlich ist Innovation ein ganz zentrales Thema. Wenn wir nicht innovativ sind, dann werden wir irgendwann von dem Markt überholt, überrollt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich laufend neu entwickeln. Deshalb gibt es Webmontage, deshalb gibt es Versuchsstrategien in Social Media, Themen wie SEO, alles wichtige Themen, die wir, wenn wir sie eine Woche liegen lassen, eigentlich schon zu sehr vernachlässigen. Also Innovation, ganz zentrales Thema. Jetzt muss ich dabei aber dann finden, wahrscheinlich hier alle tolle Innovationen, hört sich gut an, natürlich gleich wieder so einen kleinen Wermutstropfen dahinter herschieben, nämlich den zweiten Punkt, den ich nennen würde, ist Geschäftsmodell. Also bei all dem, was wir tun, und das gilt für uns ganz besonders, müssen wir immer daran denken, dass wir damit irgendwann auch Geld verdienen. Das ist gerade im Produktmanagement, wenn die Produktmanager in tollen Ideen schwelgen und wirklich tolle Features entwickeln für unser Portal, dann irgendwann der Punkt kommt, wenn ich dann im Zweifelsfalle oder einer meiner Kollegen fragt, wie sieht es denn aus, wie können wir denn damit eigentlich Geld verdienen oder was ist denn unser Effekt, den wir daraus erzielen. Und das ist auch so die Empfehlung, die man als gewachsenes Internetunternehmen so rausgeben kann, ist immer bei allen tollen Ideen immer schon möglichst früh im Hinterkopf mitlaufen zu lassen, wann und wo kann ich damit überhaupt auch mal Geld verdienen. Und das Dritte ist, das ist hier in dem kleinen Film auch gestanden, ist das Thema Reichweite beziehungsweise ist das Thema Bekanntheit. Das heißt, ich muss mit dem, was ich an Ideen entwickle, Geld verdienen und das gleichzeitig mit möglichst vielen Menschen. Sonst wird es auch nicht funktionieren. Und das sind so die drei Punkte, die drei zentralen Punkte, die jetzt nicht sehr, sehr wahnsinnig neu klingen, aber die man sich immer wieder so ein bisschen vergegenwärtigen kann in dem Zusammenhang. Ja, also wir unterstützen hier die Webweek, weil wir auch glauben, dass es für den Standort Nürnberg, Sie haben es ja erwähnt, ungeheuer wichtig ist, sowas zu haben. Und dabei stoßen wir als Immowelt, wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, was soll ich denn mal so hier erzählen? Und da kam auch so die Frage, die Bitte als Unternehmen direkt ansässig in Nürnberg mal was zu sagen. Und da haben wir so ein kleines Problem. Und zwar Immowelt als Marke, als Portal, wenn ich hier unterwegs bin in der Stadt, wenn ich Freunde frage, kennt jeder, dass Immowelt Arbeitgeber Nürnberg ist, das wissen dann immer die wenigsten. Also ich höre unheimlich oft, ach, ihr seid in Nürnberg. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, gut, da habt ihr Employer Branding nicht genug getan, ihr müsst ein bisschen mehr investieren in eure Arbeitgebermarke, ihr müsst rausgehen in Nürnberg und euch bekannter machen. Ich meine, ein paar haben vielleicht schon einen Bus von uns gesehen, der fährt hier rum. Wir haben im November am Hauptbahnhof Butterbrezen verteilt um 8 Uhr morgens, um Mitarbeiter auf dem Weg zum Arbeitsplatz doch umzustimmen, dann mal bei uns vorbeizukommen. Das waren Kolbbrezen übrigens, 4000 Stück. War eine tolle Aktion. Wir haben auch ein paar neue Mitarbeiter darüber gewonnen. Aber es ist ungeheuer schwierig, hier an dem Standort Nürnberg Mitarbeiter zu finden. Wir versuchen da eben auch alternative Wege zu gehen. Aber es bleibt trotzdem schwierig. Und man kann natürlich jetzt diesen allgemeinen Abgesang auf das Thema geeignete Arbeitsplätze und es ist immer Arbeitskräfte. Es ist unheimlich schwierig, Leute, qualifizierte Leute zu finden. Das stimmt schon. Das ist so das allgemeine Thema. Aber ein spezielles, und das meine ich eben mit diesem Immowelt kennt jeder, aber Immowelt als Arbeitgeber in der Region kennt keiner. Eine mögliche Erklärung ist, dass
man vielleicht auch der Region Nürnberg nicht zutraut, dass ein so bekanntes Online-Unternehmen hier ihren Sitz hat. Dass man vielleicht eine Immowelt in der vielbesagten Szene in Berlin lieber verorten würde oder in anderen Standorten. Sicherlich wird, wenn man sich nicht genau auskennt, nicht jemand bei web.de gleich nach Karlsruhe legen, weil vielleicht Karlsruhe auch nicht so ein bekannter Standort ist. Vielleicht liegt es auch generell daran, dass man einem Webunternehmen nicht gleich einen Standort zuordnet. Aber alles in allem glaube ich, und da könnte auch, weil Sie jetzt gerade hier sind, die Stadt, sicherlich im Rahmen derer Möglichkeiten, im Rahmen Standortmarketing, wir besprechen das immer wieder im Kommunikationsausschuss der IHK, wir müssen uns viel selbstbewusster aufstellen und auch das Thema Web als ein Wirtschaftsfaktor in der Region viel stärker herausstellen, weil ich glaube, wir haben da hervorragende Chancen. Die Unternehmen, die schaffen vielleicht nicht so viele Arbeitsplätze, 250 finde ich schon ganz ordentlich, überrascht auch den einen oder anderen immer wieder. Aber auch die Erträge, die da erwirtschaftet werden, die Deckungsbeiträge und letztendlich dann natürlich auch am Ende des Tages Steuergelder, die hier in der Region bleiben. Aber darauf will ich gar nicht so hinaus, sondern eher, wir müssen ein Technologieumfeld schaffen, sozusagen, dass draußen auch der Region, dem Standort Nürnberg, mehr zugetraut wird, dass es hier Innovation gibt, so wie das jetzt hier stattfindet, hier in dieser Woche stattfindet. Das fänd ich wichtig, weil ich glaube, das hat dann auch den Rückkopplungseffekt wieder in dem gesamten Bereich der Mitarbeitersuche, des Wachstums. Und das ist für uns ein entscheidender wachstumshemmender Faktor, ist geeignete Mitarbeiter zu finden. Das Positive, jetzt wollen wir nicht nur jammern, das Positive am Standort Nürnberg ist allerdings auch, dass wenn wir auf einem Wachstumspfad sind und Mitarbeiter gewonnen haben, dass wir sie so schnell auch nicht wieder verlieren, weil natürlich die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt diesbezüglich dann wieder ein bisschen geringer ist. Auch wenn Herr Pfeifel nicht mehr bei uns ist, aber trotzdem, dass es eben darüber auch möglich ist, ein bisschen ruhiger zu arbeiten. Ja, aber trotz alledem, also das wäre so ein bisschen mein Wunsch auch für die Zukunft. Diese Veranstaltung ist dafür, glaube ich, ein hervorragender Auftakt, das weiterzutreiben. Ich finde es klasse von den Initiatoren, das hier auf die Beine zu stellen. Und ja, und freue mich oder wünsche Ihnen allen inspirierende sozusagen 8 Tage mit vielen spannenden Veranstaltungen. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein kleines Geschenk vorbereitet. Musst du mal kurz. Wir können es nachher in kleinere Größen umtauschen. Das ist die sind übrigens häufig oder nett fragen, je nachdem. Ich finde es ganz interessant, wenn wir hier alle mal sitzen, so ein paar Grundfragen mal aufzuwerfen. Und die eine Frage ist schon so, was sind denn die Vorteile in der Region Nürnberg zu sein? Und ich finde es auch ganz interessant, so die Dienstleisterperspektive jetzt mal, darf Matthias mal anfangen? Die Vorteile jetzt speziell in Nürnberg zu sitzen, wenn man sich regional orientiert nach Kunden sucht, hat man sicherlich immer noch einen gewissen Vorteil, aber ich muss leider Gottes die Frage so ein bisschen um die Ecke schieben. Wir haben sozusagen gerade einen halben Kunden, der hier aus der Region kommt. Alle anderen sind deutschlandweit verteilt. Gut, bei der Immowelt wusste ich aus alten Zeiten, dass ich nicht hätte Anfragen brauchen. Aber es ist so, unsere Kunden sitzen in München, in Hamburg, in Berlin und irgendwo am platten Land, wo man sie selber wahrscheinlich auch nicht vermutet. Jetzt im Zuge der Webweg haben wir alle selber gelernt und deswegen ist die Karte vielleicht immer noch sehr interessant, dass man einfach mal sieht, was wir hier an Unternehmen überhaupt im Raum haben. Also bei dem Zoom-Faktor sieht man jetzt nur noch die Icons. Sicherlich haben wir auch sehr, sehr viele Agenturen, also Dienstleister, das können Shop-Entwickler sein, das können Online-Marketing-Agentur wie wir sein. Aber wir haben auch
sehr viele, wie Flo es am Anfang sagte, E-Commerce-Anbieter, die man hier aber auch nicht vermutet. Also das heißt, wir lernen selber hier sehr viel. Ich denke mal, und da schließe ich mich dem Herrn Groß an, man kann noch viel mehr aus uns rausholen, also aus der Region Franken rausholen, in der Wahrnehmung, dass wir eben vorhanden sind. Und ich hoffe, dass wir damit jetzt einen großen Schritt mit der Veranstaltungsreihe machen. Zur Karte kann ich gerne mal kurz was sagen. Es sind insgesamt auf der Karte, die ich nur empfehlen kann, die man auf der Webweek-Seite findet, es sind mehr als 450 Unternehmen, Dienstleister und Forschungsbereiche, die mittlerweile auf der Karte eingetragen sind. Und es kommen jede Woche dazu. Also ich schätze, dass wir in dem Monat noch bei 500 bis 520 Unternehmen landen werden. Und das ist auch so die Größenordnung, die Szene in der Region tatsächlich hat. Und da sind viele auch Dienstleister dabei, kleine Agenturen oder so. Wenn man dann auf die Agenturen geht, arbeiten da doch 40, 50 Leute. Also es ist eine wesentlich größere Branche, als man im ersten Moment irgendwie denken würde. Gibt's denn einen, ist der Hauptnachteil der Region wirklich das Recruiting aktuell? Ja, würde ich schon sagen. Also das ist ein ganz zentrales Thema für uns. Betrifft alle Bereiche, also natürlich IT-Entwicklung, Online-Marketing-Spezialisten, Vertrieb. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was ja auch allgemein insgesamt ein Problem darstellt im Moment. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir gehen ja auch den etwas längerfristigen Weg im Aufbau des Unternehmens. Das heißt, wir versuchen, nehmen wir mal die IT, schon an den Hochschulen Studenten eine Möglichkeit zu geben, bei uns eine Bachelorarbeit zu schreiben, Praxissemester bei uns zu machen und dann sozusagen sich schon frühzeitig mit Immowelt auseinanderzusetzen und dann später den ersten Arbeitsplatz bei uns zu finden. Das funktioniert sehr gut und dann kommen wir eben zu dem Vorteil, wie ich schon sagte, das eine Problem ist gleichzeitig auch wieder was Positives, dass wir eben dann sozusagen auch uns in Ruhe weiterentwickeln können und nicht solche Probleme haben wie in Berlin, wo ein Samba-Startup nach dem anderen aus dem Boden hochkommt und eine ganze Mannschaft da mal schnell darüber geht und dann wieder weiterzieht. Ne? Und das ist natürlich dann, dadurch können wir uns natürlich ein bisschen ruhiger hier entwickeln, aber das eigentliche Problem ist wirklich der gesamte Personalbereich für uns. Ja, nochmal der Wirtschaftsstandort angesprochen, du hast Nürnberg oder auch mal die ganze Metropolregion. Auch nochmal drei Anmerkungen, weil ich habe ja jetzt auch mal die unmittelbare Erfahrung Nürnberg, Berlin, Nürnberg und wenn man so Vergleiche zieht, das wurde ja vorhin ja auch schon gesagt, so in der ganzen Kreativbranchen, Webbranche, da hat Berlin so einen gewissen Reiz, Berlin ist sexy, da geht man hin, aber die Auftraggeber, die kommen teilweise ja auch aus der Region, Sie haben es vorhin gesagt, da treffen sich plötzlich Leute aus Nürnberg, aus Franken, sitzen in Berlin Mitte und arbeiten für Auftraggeber, die hier aus der Ecke kommen. Ist auch interessant, in Berlin, wie gesagt, ist ein gewisser Hype, ja, sind alle dort, aber die Auftraggeber, das Geld, das man ja auch, das sie haben, die sitzen in ganz Deutschland und viele sitzen eben auch hier. Und uns müsste es eben gelingen, und da müssen wir jetzt viel dafür tun, dass eben ja die in diesem Bereich tätig sind, auch wieder nach Nürnberg gehen und nicht nur nach Berlin. Und wie kann man das tun? Und jetzt, ich habe es vorhin schon so leicht ausgeführt, wir haben in Nürnberg so ein gewisses, so eine Herausforderung, was das Image betrifft. Wir waren eben mal so der klassische Produktionsstandort, eben die Namen Grundig und AEG und Triumph Adler oder dann 2009 Quelle, auch zu Ende gegangen, so wurden wir wahrgenommen. Ich habe das selbst erlebt, dass ich letztes Jahr, also im Frühjahr, als es dann klar war, dass ich dann von Berlin wieder nach Nürnberg zurückkehren würde, ich habe dann so einen Freundeskreis, Bekanntenkreis rumgefragt, ja, was verbindet ihr eigentlich mit Nürnberg? Ja, da kam so Albrecht Dürer, die Burg, Bratwurst, Lebkuchen, Christkindlesmarkt. Das ist ja schön, immerhin kennt ihr sehr gut. Und dann habe ich eben gefragt, ja und wirtschaftlich, wisst ihr da was drüber? Ja, da war doch mal Grundig, da war doch mal Quelle. Also wir haben so ein Image, ja, so diese klassischen Dinge eben, die finde ich auch nicht mal schlecht, aber dass wir noch nicht rüberbringen, dass in Nürnberg auch wesentlich mehr ist eben als Christkindlesmarkt, als Bratwurst und Lebkuchen und dass eben das eine, dieses Vergangene in der Wirtschaft, ja, dass auch hier vieles Neues entstanden ist, dass wir eben heute viel, sage ich im positiven Sinne, kleinteiliger aufgestellt sind. Früher gab es halt einige sehr große Player
Heute sind es viele kleinere und mittlere Player. Und jetzt auch mal der Gedanke, der ja von Ihnen kam. Es sind eben vielleicht hier auch nur ganz kleine, teilweise Ein-Personen-Unternehmen, aber in der Summe macht das auch was aus, die Webwirtschaft. Und diese Vielfalt, die wir heute haben, die müssten wir viel, viel besser noch rüberbringen. Ich habe da mal ein Beispiel, wenn man nach Regensburg schaut. Regensburg, das war mal so in den 60er, 70er Jahren, das galt so ein bisschen als ja, Provinznest, mal übertrieben gesagt. Da war nicht viel los. Heute, wenn ich überall rumkomme, frage ich Regensburg, ja Mensch, toll, da ist doch die Uni, da ist Siemens und da sind die und dann kommen auch IT-Unternehmen und Hightech und so. Also da sagt Mensch, hoppla, die haben es geschafft, ihr Image vollkommen zu drehen. Und ich glaube, da müssen wir noch einiges tun in Nürnberg, um, wie sagt man, unsere Marke etwas ja, aufzupolieren, sichtbarer zu machen. Ich meine, wir tun in der Substanz schon viel. Wenn man heute mal sieht, wie auch unsere Arbeitsplätze, wie die aufgestellt sind. Wir haben zum Beispiel, ich habe letztens ein paar Monate, ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen nerven, unseren Wirtschaftsbericht vorgestellt. Und da haben wir auch mal nochmal dargestellt, auch wie vielfältig eben die Branchen sind und dass eben auch sehr viele in kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten. Was uns übrigens auch robuster macht. Wenn man überlegt, 2009, als Quelle damals pleite ging, da standen über Nacht 4.000 Leute auf der Straße und trotzdem haben wir es einigermaßen hinbekommen, die unterzubringen. Es hat sich damals bei der Krisenzeit 2009, wir haben das also ganz, ganz gut hinbekommen. Also diese Kleinteiligkeit hilft uns auch, robuster und flexibler zu werden. Aber jetzt wieder zurück zur Statistik, diese Zahl dieser sogenannten wissensintensiven Arbeitsplätze, sowohl im Produktionsbereich als auch im Dienstleistungsbereich, die ist bei uns stark hier im Kommen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber das alles müssen wir noch viel stärker rüberbringen und dazu gehört eben auch eine gewisse Szene und auch gewisse Geschäftsbereiche, gewisse Wirtschaftszweige auch noch besser sichtbar zu machen. Du wissen, aha, die gibt es auch in Nürnberg, da gibt es eben nicht. Ich meine, heute haben wir gute Dinge, wir haben heute den Energiecampus, tolle Forschungseinrichtungen, Fraunhofer Gesellschaft oder Hightech-Unternehmen wie Semikron. Ja. Aber auch das andere, auch was sich eben bei Ihnen tut, das müssen wir noch stärker herausstellen. Und ich habe das letztens schon mal im Gespräch gesagt, Andreas Ochs, wir waren zusammen gesessen, weil ich mal gesagt habe, in der Metropolregion, wir haben ja so gewisse Initiativen, wo sich auch gewisse Wirtschaftszweige zusammentun, da haben wir eben so diese NIC, die Initiative hier für Informations- und Kommunikationswirtschaft, wo es wahrscheinlich Überschneidungen gibt hier zu den heutigen Akteuren, aber das ist nicht identisch. Ne? Dann haben wir für den Bereich Energie was, wir haben für den Bereich Medizintechnik was und vielleicht kann man ja auch mal sagen, für die Webwirtschaft hier irgendwas kreieren. Oder vielleicht kann sich auch aus dieser Webweg irgendein neues Netzwerk bilden. Dann sagt hoppla, da gibt es ja immer ein Netzwerk, das ist sozusagen der Ansprechpartner für die Szene und auch für die Politik wichtig, wenn man irgendwas will. Dann sagt hoppla, da gibt es dann irgendeine, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt hier keinen eigenen Verein zu gründen mit Vorsitzenden, Schatzmeister, Schriftführer und am besten noch drei Arbeitskreisen, das will ich auch gar nicht anregen. Aber dass man irgendeine Organisationsform hat und sagt hoppla, da gibt es welche, die kümmern sich, das sind die maßgeblichen Player. Wenn man sowas schaffen könnte, das würde auch hier der Webwirtschaft sehr helfen. Also dazu kann ich auch nur ermutigen. Ja, ich denke, können wir mal drüber reden. ich finde es ganz interessant, was man vielleicht in dieser Debatte über den Standort, was man noch nicht so wahrnimmt, was wir in dieser Webweg auch noch nicht so darstellen konnten, weil es immer etwas schwieriger ist, diese Player heranzulocken, ist bei der Revolution, die jetzt gerade anläuft, und das ist die Sache, wo wir wieder mehr ins Physische gehen, also alle Internettechnologien, die mit Sensorik verbunden sind, sei es im Sportbereich, sei es im Health-Bereich, sei es in sehr, sehr vielen Zukunftsbereichen, wo es schon um Internettechnologie geht, die mit mobilen Technologien verknüpft ist, die mit medizinischen Technologien verknüpft ist, also mit sehr vielen Schnittstellenbereichen ist. In all diesen Bereichen ist die Region nämlich viel stärker als in diesem klassischen Webbereich. Und wenn man es frühzeitig schafft, die Grundlagen dafür zu legen, und die Kekse waren aus, die Grundlagen zu legen, dann glaube ich, ist da die Chance, dass sich viel mehr daraus entwickelt, auch da. Natürlich ist der Zug da auch dann irgendwann abgefahren, wenn die Grundlagen dafür nicht gelegt werden. Also das ist eine zwangsweise Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen aus dem Publikum gibt oder Anmerkungen, Ideen, Anregungen. Sonst haben wir es hiermit eröffnet. Ja. Empfehlen, wie gesagt, die Webseite mit sämtlichen Veranstaltungen. Ich befürchte, der Webmontag ist schon fast voll.
aber alle anderen und auch die Abschlussfeier laden recht herzlich und zu regen Besuch ein. Und in diesem Sinne, bei dem schönen Wetter, gehen wir es an. Ganz herzliche Einladung, also auf jeden Fall nochmal zur Abschlussfeier am nächsten Samstag im Poolhaus, wo auch verschiedene Geschäftsführer und Selbstständige aus der Branche wieder als DJ auftreten werden. Und es wird mit Sicherheit. Genau. Also Herr Groß am Mischpult. Samstag, 19 Uhr im Poolhaus. Okay. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Kommen und für die, die hier noch weiterarbeiten dürfen, noch einen schönen Arbeitstag. Tschüss, danke.